Soundchecker, Freunde. Geile Kamera. Ab 20 schalte die Kamera aus. Ja, was haben wir hier? Kia Stinger alias Stachel. Ja, wir haben hier 3,3 Liter V6 Biturbo. Ja. Vorn längs. Allrad. Ja, jetzt werden wir geschwind mal ein bisschen Spurhalteassistent probieren, wie der sich so in der Praxis schlägt. Wir sind auf Komfort. Ja, so, wir haben hier 5 Modien. Smart, Eco, Komfort, Sport und Sport Plus. Dann ist auch das ASR und so ausgeschalten. Ja, es stellt sich alles drauf ein. Die ganze Motorcharakteristik, Fahrwerk, Bremsen, Lenkung, wird alles darauf eingestellt. Wir haben serienmäßig 8-Gang Automatik an Bord. Oh, das Ding pfeift schon nach oben. Also wir haben 370 PS, 550 Newtonmeter, da vorne steht's. Motor ist warm, wir können Gas geben. Und wir müssen warten, hier ist ein Blitzer. Ja, vielen Dank nochmal ans Autohaus Putzlacher in Magstadt, bei uns hier in Leonberg in der Gegend. Mega geil, ich habe das Auto ein paar Tage zum Testen, sensationell. Danke dafür nochmal, geht vorbei, sagt ein Gruß von Schwabenchecker. Ja, das ganze Thema auch in 360 Grad, wer sich angucken möchte, ganz witzig. Ich hoffe, wir sehen vorne raus, das müssen wir nachher mal testen, ansonsten machen wir es nochmal. Jo, der Spurhalteassistent fängt an ab 60 km/h. Und dann kann man hier links ein- und ausschalten hier unten, sowie auch Spurwechselassistent, ja, dass es dann leuchtet, piepst, macht und tut. Ja, und jetzt bauen sie gerade hier oben einen neuen Blitzer auf, die Flitzpiepen. Auch cool hier, serienmäßig. Parkscheibenhalter oder Parkticket-Halter finde ich auch cool. Ja, was sagt man zu dem Fahrzeug? Mega finde ich das. Hier auch das halb analog, halb digitale Display finde ich toll, gefällt mir sehr gut. Und was mir nicht ganz so gefällt, ich sehe das ein bisschen am Lenkrad, das ist ein bisschen Plastik hier, das passt nicht zum Rest von dem schönen Bild hier. Ja, also das haben sie wirklich alles toll gemacht. So ein Klavierlack, hier Alu-Applikation, wirklich toll. Leder, hier Steppnähten, also wirklich schick. Aber dann hier in der Mitte dieses Hartplastik, das musste jetzt nicht sein. Aber egal, abgeflachtes Lenkrad, Serie, alles elektrisch, bam. Ja, jetzt warten wir schön, bis es losgeht und dann fahren wir mal schön ein bisschen autonom. Bis gleich. So, gehen wir hoch. Zack. Ah, und ab 60 macht das an. Genau. Und unter 70 schaltet das aus. So, jetzt gehen wir mal geschmeidig hoch auf. Also wirklich, er lenkt da ganz sauber die Kurve auch mit. Also, das ist wirklich gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt haben wir 100. Nochmal auf geht's. Na, doch. Wunderbar. Man muss es natürlich auch wollen, diese ganze Geschichte. Ja? Also jetzt bei höherer Geschwindigkeit merkt er, er korrigiert so ein bisschen mehr. Aber, ne, wunderbar. Er zeigt mir am Display auch die Geschwindigkeit an. Wir haben Schildererkennung, alles mit an Bord. Ne? Ha. Echt klasse. So 80. Und ich kann echt wirklich mega lange hier die Finger weglassen. Ich habe das Gefühl, den Komfort macht er das noch länger. Jetzt hat er eine Spur nicht erkannt. Jetzt hat er sie wieder, wenn sie weiß sind, beziehungsweise grün. Bei mir von LAP-Display sind sie weiß. Hat er das. Und er macht das echt lang. Also für mich sind sie schon gefühlt mehr als 20 Sekunden. Ja. Bin mal gespannt, wann der meckert. So. So auf 80. Ja, also gute 20 Sekunden. Ja, jetzt hat er es nicht erkannt. Ja, jetzt ist es wieder da. Safe.
Also Kia mit dem Stinger, das habt ihr gut gemacht. Jetzt bratzelt es mir schon der Popo weg. Wir haben sogar Sitzlüftung, haben wir serienmäßig mit an Bord bei dem GT. Es gibt noch den GT Line, da hat er zwar Sitzheizung, aber noch keine Sitzlüftung. Hier hat er Sitzlüftung mit dabei. Ah! Das Ding hat einfach alles, das ist krass. So. Immer wenn er das grüne Lenkrad hat, hat er was erkannt. Nö, aber nimmt jetzt auch die Lenkung mit. Also das ist wunderbar. So, Checker-Freunde, autonomes Fahren bzw. Lane Assist, Kia Stinger. Und ich muss gestehen, da macht es eigentlich ganz anständig, die Geschichte. Wenn wir jetzt hier so lang fahren, macht es alle 20 Sekunden, müssen wir das Lenkrad bedienen. Nicht, dass wir einschlafen. Und also ich muss echt gestehen, er macht es erstaunlich gut, jetzt auch hier in solchen etwas schärferen Kurven. Ist er da echt gut dabei? Also, so müssen wir wieder warten, bis das grüne Lenkrad kommt. Jo, sind wir wieder bei der Sache. Auch in 360 Grad. Und der Kia macht es eigentlich ganz gut. Das habe ich aus Versehen überfahren. So, jetzt lasse ich wieder los. Ja, so. Lenkt er schön dagegen. Jetzt nochmal, jetzt muss er sich ein bisschen einpendeln. So, jetzt hat er sich eingependelt. Und jetzt fährt er eigentlich echt geschmeidig. Kurz Lenkrad bedienen. Jetzt macht er wieder so ein Zickzack ein bisschen. Und jetzt hat er sich wieder ein bisschen eingespielt und jetzt ist er wieder voll bei der Sache. Super. Ja doch, er nimmt es schon ganz gut mit, aber jetzt hier diese Kurve hier löst er ganz gut. Mal gucken, wie er jetzt noch die hier meistert. Ja, das macht er, ja, wunderbar. Super. Jetzt gehen wir runter. Ja, dann haben wir den Teil. Gut, nachher noch Autobahn. Bis später. So, Checker-Freunde. Jetzt sind wir im Kia Stinger auf der Autobahn mal und gucken mal, wie er sich da schlägt mit der Kamera und mit dem Lane Assist. Entschuldigung. Jo, Lenkrad, alle 20 Sekunden, wie immer. Das macht er wirklich hervorragend. Du hier, Kassüt, Kevin, Nachbar ist dabei hier. Goldzeit. Der muss nach dem Auto gucken, ob man einen Live-Stick machen kann. Messe, wie viele Sekunden der sagt, bis wir wieder das Lenkrad in die Hand nehmen müssen, Uschi. 0 auf 100, 4,9 läuft bei dem Auto. Ich sage doch, ist gut. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Also der hält auch sauber die Spur und nee, das macht er wunderbar. Gauchelt nicht irgendwie umeinander oder irgendwas. Fährt recht mittig, ganz leicht nach rechts versetzt gerade, aber der macht es schon lang mit dem Stint, gell? Ich habe zwar nicht drauf geachtet, aber es sieht gut aus. So, jetzt blinke mal geschwind. Jetzt nimmt er das weg. So, und jetzt hat er ihn wieder. Ey, super, wunderbar. 145, hier gehen wir noch ein bisschen hoch. 150. Nochmal selbst so einen Schwertransport überholen.
Nee, also wirklich auch sauber in der Mitte. Guter Vergleich. Ja, da zieht er schön raus, merkt. Dann macht er safe rein. Ja, ein bisschen zum A8 drüber nimmt, der das auch wirklich mit Bravour gemacht hat. Also wirklich, jetzt gehen wir mal hoch ein bisschen. Ne, super. Also, ein kurzes Video, Autobahn bei Nacht, wie ihr da alles erkennt. Das war's. Ja, Fernlichtassistent funktioniert auch. Also, bis bald. Danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao.